So, heute ist Stromausfall, allerdings ein geplanter. Ich glaube 4 oder 5 Stunden, weil irgendwas repariert wird. Netz ist weg und wir fahren auf Notstrom. Am Speicher funktioniert auch gut. Aktuell werden 627 Watt gezogen. Das läuft alles direkt am Hausspeicher. Und vom zweiten Speicher in der Garage werden gerade 1200 Watt nachgeladen. Weil heute das Wetter einfach schlecht ist, wird hier der zweite Akku in der Garage angezapft über ein Ladegerät. Und da hat man die Möglichkeit, eine PV-Seite wegzuschalten, die sowieso nichts bringt jetzt beim schlechten Wetter, und stattdessen über den Laderegler sozusagen Gleichstrom in den Hauptakku reinzubringen. Also er wird vom Garagenakku nachgeladen. Ja. Der natürlich von der Photovoltaik auch nachgepuffert wird, aber allerdings heute bei Schlechtwetter relativ wenig reinkommt. Ein Herdplatten ist gerade eingeschaltet gewesen, das funktioniert ohne Probleme. Über diesen kleinen Notstromwechselrichter, der 3000 Watt liefern kann. Ja, und solange man nicht mehr zieht, ist das überhaupt kein Problem. An der Spitze kann er von 6 kW abdecken, aber nur kurz. Und dann geht er halt offline. Ja. Ja, und so funktioniert das im Notstrom mit auch einem sehr günstigen einphasigen Wechselrichter. Es muss nicht immer ein Hybrid sein, der natürlich einiges mehr kostet. Es funktioniert für Notstrom auch so, weil es gibt ja Gott sei Dank relativ selten eine Notstromfalle. Ja. Wenn man natürlich stärkere Lasten will abbilden, dann muss man ein Hybrid, am besten dreiphasigen, dann installieren. Aber ich sage mal, für Notstrom, gerade so für das Kühlschränke, Gefriertruhen, Waschmaschine läuft weiter, eine Herdplatte geht auch, das ist alles kein Problem.